Der Weihnachtsmann wieder. Ui! Weg ist er. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin Mike. Und die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Und wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. So Leute, was haben wir vor? Oh, ich habe erstmal ein volles Inventar. Ich habe den Butch gemacht. Bei mir sind die Geister auch leicht verstört. Ist da, haben wir alle immer dasselbe Ergebnis? Eigentlich nicht. Also es gibt auch unterschiedlich. Echt? Also okay. Ja. Also wann immer wir das irgendwie auch in den letzten Jahren gemacht haben, es war immer irgendwie... Okay. Also es gibt ja den Spruch Uhrenvergleich. In dem Fall könnte man sagen Glücksvergleich. Glücksvergleich. Finde ich gut. Everybody is looking on the TV screen to find out how much look they have. How much is the fish? How much is the look? Ja, ansonsten, was machen wir hier noch? Wir suchen immer noch weiter nach diesen neuen Tagebuchseiten. Beziehungsweise eigentlich suchen wir ja goldene Walnüsse, das ist ja das übergeordnete Ziel, ne? Wie viele Tagebuchseiten gibt es denn eigentlich? Der zeigt, glaube ich, Schatten zeigt er an, warte mal, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, stimmt. Also es fehlen schon noch ein paar. Warte mal, das, achso, Schlackescherben habe ich ja hier. Er hat da 44 Schlackescherben. Ich finde das. Ich habe auch noch mal 9. Sehr gut. Ich packe die mal in die Junimo-Kiste. Oh ja, das werde ich auch. Da haben wir schon 72. Voll gut. Dann hier noch ein bisschen Zeug verkaufen. Oh Gott. Ja, ansonsten, Leute. Ja. Absolutes Hassthema habe ich eben schon vor der Aufnahme erwähnt. Will ich ansprechen. Vor ein paar Wochen, also das muss nach der letzten Gamescom, mit dem wir das letzte Mal so aufgenommen hatten, so ist das passiert. Wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass ich viel mit der YouTube später Ansehenliste arbeite. Ah. Also dass so, ne, dann kommen so Benachrichtigungen rein, der Macintosh hat gerade wieder ein Video hochgeladen und dann kann ich ja aus der Benachrichtigung ziehe ich runter, später Ansehenliste hinzufügen, bam, und dann kann ich das schön gucken. Man kann ja auch gut sehen, dass das deine Lieblingsvideos sind von mir. Ja, das definitiv. Okay. Und ja, ich letztens will wieder was gucken. Ich habe Keybohnen bekommen, sorry. Okay, sehr gut. Und ich letztens will halt, ne, hier so machen, wie ich eben so mache. Machen, ja. So YouTube gucken beim, was weiß ich, Essen oder keine Ahnung. Und dann mache ich die YouTube-App auf meinem Handy auf. Oh. Und dann heißt ja, also unter dem Punkt Mediathek findet man ja dann so seine Playlists und sowas. Ja, später ansehen und Playlists. Und genau, und später ansehen. Und es war bisher immer so, dass die später Ansehenliste die erste Playlist ist, die einem angezeigt wurde. Und danach kamen erst alle anderen Playlists in alphabetischer Reihenfolge. Und jetzt ratet mal, wer die Scheiße geändert hat. YouTube. Richtig, YouTube. Alter, ich dachte mir so, ich werde nicht mehr. Was soll denn die Scheiße? Also wie behämmert ist das denn, die später Ansehenliste nach unten zu packen, in, also bei S halt dann, wie später ansehen, wo ich mir denke, Alter, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. YouTube, kriegt mal eure Kacke hier wieder auf die Reihe. Ja, oh, also wie ich das hasse. Und jetzt muss ich auch jedes nicht Mal... anders anordnen? Nein! Weil ich müsste sie ja, wenn, dann umbenennen können, aber geht ja natürlich nicht. Du könntest eine neue Liste erstellen, die du dann einfach... Irgendwas mit A. Ja, aber benennst. Es gibt ja Ansehen die später Ansehenliste extra. Ja, dann extra. Machst du Ansehen, Ausrufezeichen. Und die ist dann ganz. Aber es, dann, diese später Ansehenliste ist ja dann völlig obsolet, also diese Funktion. Ja. Weil das ist ja die Sache. Ich will es ja sofort zur später Ansehenliste hinzufügen. Und das Erste, was ich sehen will, ist die später Ansehenliste. Ja, Alter, und ich raste aus, ey. Das ist so nervig. Der einzige Vorteil, oder naja, nee, Vorteil nicht. Das einzige, wie nennt man das? Der einzige leichte Trost. YouTube zeigt einem auch am Anfang an, was man sich zuletzt angeguckt hat an Playlists oder Videos. Und da ist diese Playlist oft bei mir dabei. Aber halt auch nicht immer. Ja. Aber Alter, ey, ich
Oh, ich kann da nicht drüber fertig werden. Das nervt mich so tierisch. Oh. Was konnte man hiermit machen? Konnte man hiermit irgendwas machen? Muss man die Kibonen anpflanzen? Ja. Du musst sie essen, alle auf einmal. Anpflanzen und dann müssen wir, keine Ahnung, wie viel davon ernten. Schaffen wir aber, glaube ich, gar nicht mehr. Und alle auf einmal essen. Also zum einen auch, weil wir gar nicht den Platz haben. Ja, ich packe die einfach hier in die Saatkiste. Achso, ich habe gar kein Ginger Ale getrunken. Crazy. Los geht's, ey. Dann trinke ich auch lieber schnell nochmal ein. Ja, erhöht ja halt das Glück. Alter, ich habe einfach schon viel zu viel Zeug dabei. Ich krieg nicht leer. Ah. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah, ich sterbe, du Idiot. Ja, aber jedenfalls, ich kann das, deswegen, kann das verstehen. Oh, das ist so ein Rückschritt. Das ist so ein Rückschritt in der YouTube-App. Also vor allem, ich denke mir auch so, warum? Wozu? Also warum war der Bedarf da, diese später Ansehenliste nicht mehr da oben aufzuführen? Ja. Es ergibt keinen Sinn. That's right. Vielleicht haben die auch wirklich nicht dran gedacht, das kann ja auch sein. Weißt du, was mich abfuckt? Naja, aber es muss ja ein aktiver Schritt gewesen sein, diese Playlist ja, weil nicht mehr. Sie sich eigentlich gedacht haben, weil sie wahrscheinlich sich einfach bloß gedacht haben, ja, jetzt werden halt alle Playlists so für die bessere Übersichtlichkeit werden jetzt halt alphabetisch angeordnet. Ja, sind ja aber sowieso sonst auch. Ach so, ne, ich nutze kann die ich halt die Steine gar nicht. Warum kann ich die Steine nicht aufnehmen? Oh, doch jetzt. Ich dachte vielleicht, die werden immer so angeordnet, dass Nee. Sowieso die zuletzt angesehen oder am meisten verwendete irgendwie oben ist oder sonst was. Wisst ihr, was mich abfuckt? Was denn? Dass du lagst? Kann auch, das sein? Auch. Aber ich sehe dich teilweise rumstehen und dann portest du dich manchmal ja, so hin und ja, das tust her. Du auch. Ich bin der Host, ich kann mich nicht porten. Cookie-Richtlinien. Cookie-Richtlinien? Oh, jetzt bin ich gespannt. Naja, jedes Mal, wenn du auf eine Webseite gehst, musst du dich erst entscheiden, ob du die Cookies alles zulässt ablehnen. Oder nicht. Ich sag immer, alles ablehnen. Und wenn ich eine Seite finde, die mir das nicht erlaubt, dann gehe ich auf eine andere Seite. Ja. Also diese Cookie-Richtlinien, bei vielen ist das so super versteckt so, ne? Ja, und dann ist oft auch der Knopf, der sagt, alles annehmen ist immer der farbige und alles ablehnen, das siehst du das gar nicht. Das hatten wir ja mal. Das haben wir mal in einer Folge, das Deceptive Design, haben wir das ja mal besprochen, dass sie das extra Thema so machen. Das Thema fuckt mich einfach immer ab. Ja, das glaube ich. Das ist auch nervig. Und vor also mir hat es wirklich die Internet-Experience komplett kaputt gemacht. Ja, ich das weiß, ist schon es echt gibt, nervig. Es gibt Plugins für den Browser, bei denen du einstellen kannst, dass der alle Cookie-Richtlinien automatisch ablehnt. Das Problem bei der Geschichte ist, wenn das auf der Seite nicht funktioniert, nimmt das Ding eben doch alle Cookies an. Und dann hast du sie eben doch angenommen. Ah, shit. Ich bin da sowieso so ein Opfer. Ich mache das nur selten, dass ich irgendwie alles ablehne. Ja, ich bin zu bequem, dass also ich das. Also du sagst immer, ja, alles erlauben. Nein, nicht immer, sondern wenn es mir tatsächlich schnell ersichtlich ist, dass ich alles ablehnen kann, dann mache ich das auch. Ja. Manchmal gebe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe, aber größtenteils tatsächlich lass ich's. Ich weiß, dass selbst wenn ich jetzt die Cookie-Richtlinien, also es gibt ja welche, da kannst du entweder sagen, alles annehmen oder in die Cookie-Richtlinien reingucken. Und wenn du in die Cookie-Richtlinien reinguckst, dann musst du dich erst durch gefühlt 7 Seiten skippen, 30 Knöpfe von links nach rechts schieben und dann kannst du es nicht wirklich annehmen und nimmst trotzdem alle an, ob du willst oder nicht. Irgendwie. Ja, das ist schon echt dreckig gemacht von den Betreibern. Halt, ich verstehe auch nicht, warum das nicht einheitlich ist, weißt du? Warum das nicht einfach eine einheitliche ist, was überall eingeführt werden muss. Weil es gibt ja einfach 1 Million unterschiedliche Versionen davon. Oder jede Website macht da ihr eigenes. Warum wird da nicht von allen irgendwie das Gleiche vorgegeben? Warum sind die Vorgaben dafür so lasch, wie das irgendwie auszusehen hat? Ja. Weil teilweise ist ja dann doch diese Irreführung, die da denn stattfindet. Ja. Ja. Und natürlich auch bewusst. Ja, selbstverständlich bewusst. Ja, das fuckt mich auch übelst ab. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich versuche mir da ein bisschen mehr Mühe mal zu geben. Also ich drücke da auch, also natürlich immer alles ablehnen. Und je nachdem, was für Seiten es so sind, gucke ich dann auch mal, also wenn jetzt das nicht sofort ersichtlich ist mit denen alles ablehnen, ne, dass ich dann halt hingucke, okay, wie kann ich das machen? Und dann investiere ich manchmal auch die Zeit und dann, ja, aber auch nicht immer. Ich meine, gut, vorher hast du nicht gewusst, was sie mit deinen Daten machen, weil es überhaupt nicht erwähnt wurde. Ja. Das ist halt auch blöd gewesen, ganz klar.
Und manchmal ist das so, ich habe den Faden verloren. Und manchmal weiß man, was sie mit einem mit ja, den Daten ja, ja, haben? Manchmal weiß man das, weil die das weiß man nicht, weil also vorher wusste man es nicht, so. Und jetzt versuchen sie einen halt maximal zu verarschen, damit die eben doch an ihre Infos kommen. Und ja, weiß ich nicht. Ich finde das. Alter! Ohne Pilzebene! Auf welcher Ebene seid ihr? Vorsicht, ein paar von den Magma-Pilzen, ja, ja. Ebene 6, ein paar von den Magma-Pilzen sind Monster. Sind am Leben! Oder Magma-Hüte sind das ja. Alive! Voll geil. Mega gut, Alter. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ist auch ein bisschen seltener. Ja. So wie mir zum Beispiel ja auch Werbung in Apps auf den Sack gehen. Also Spiele-Werbung. Und zwar, weil die ja Spiele bewerben, die es überhaupt nicht gibt. Ja, ja, wenn Spielemechaniken irgendwie gezeigt werden, die es in dem Spiel selber dann das gar nicht so vorkommen. Hatte ich mal, schlimm. Gibt es aber wohl auch ein Gerichtsurteil oder so, dass das vernünftig verboten ist tatsächlich. Na gut, aber was dann passiert ist, dass er einfach nur so einen Disclaimer unten hinsetzt, so, das ist kein echtes Ingame-Footage. Ja, aber den weiß es so wenigstens. Ja, ja, stimmt auch. So. Ja, ich habe mir mal so ein Spiel, das war 2018, war ich im Urlaub an der Ostsee an so einer Hütte und dachte mir, ach komm, du hast hin und wieder, weil wir halt viel ruhig angehen lassen haben und manchmal einfach nur den ganzen Tag draußen rumsaßen und nichts gemacht haben, da dachte ich mir, ey, da kannst du doch mal gucken, ob du vielleicht ein Spiel findest, das du geil findest, wo du ab und zu mal reingucken kannst. Ja. Und da war so ein Spiel, da ist so ein Mädel mit ihrem Hund irgendwie mit einem Gewehr bewaffnet durch die Gegend gelaufen, hat irgendwas eingesammelt und ich dachte mir so, ah, okay, hab mir das Spiel runtergeladen. Da sehe ich mich. Und dann habe ich mir das Spiel halt installiert und siehe da, du musstest einfach nur eine Stadt managen von oben und das war's. Und du konntest die Figuren in eine kampfähnliche Situation bringen, das war dann so in so Räumen, das konntest du aber auch auf automatisch stellen und die Räume sahen, egal wo du warst, immer gleich aus. Es war immer genau derselbe Raum, immer. Egal wo du warst, es war immer derselbe Raum. Und da habe ich dann und dann haben die das immer komplizierter gemacht. Da musstest du dann irgendwann erst Da musstest du erst forschen und ganz viel und dann konntest du die nächste Ebene forschen, ganz viel und also es hat gefühlt 1000 Jahre gedauert, bis du das alles zusammen hast, was du brauchst. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, na gut. Guckst du mal, ob das, was sie da erzählen, wirklich in dem Spiel ist oder irgendwas davon. Und ich muss dir sagen, ich habe das jetzt, ich glaube, 4 Jahre gespielt und ich habe nichts von dem in dem Spiel gefunden, was sie in der Werbung versprochen haben. Nix. Krass, wie lange du das durchgezogen hast. Ja, krass, ne? Ja, Respekt. Aber ich dachte, vielleicht bin ich ja auch einfach nur dumm. Ja, ist schon. Da sagt keiner was. Keiner sagt was. Ja, das ist wirklich möglich. Ja, naja. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist eine kluge Aussage. Ja, eigentlich schon. Vielleicht bist du auch dumm. Auch dumm. Ja, schon dreckig, womit man so gelockt wird. Ne? Ja. Also wie niederträchtig das auch einfach ist. Yes, yes. Also ich versuche erst gar nicht zu euch zu kommen. Nee, das lohnt sich ja. Meine ganz blöde Frage, Iridium. Wo kriegt man es am besten her? Entweder hier aus dem Vulkan oder aus der Schädelhöhle. Ja, Schädelhöhle. Also kann man das da richtig abernten oder findet man das nur manchmal? Also so durch Monster? Nee, Iridium ist Nee, richtig Iridium-Erz halt, genau. Okay, weil ich finde das manchmal auf dem Steinbruch. Ach so, ja, da sind manchmal Iridium. Da gibt's die auch, ja. Diese Erze mit diesem Kringel drauf und wenn du den zerstörst, kann da auch schon mal Iridium drin sein. Da können seltene Sachen drin sein oder sind meistens seltene Sachen drin. Also ich habe bis jetzt immer Iridium mit rausbekommen. Ja, voll gut. Iridium. So, was hier? So, müssen wir uns da beide raufstellen? Nee. Ich glaube, da wird nichts mehr, Butch.
probiert gleich ja. in dem ja. Vulkan. Ach, hier kommen wir ja gar nicht an. Ah, la, 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 la. Ach Mann. Ah, stimmt, da wäre eine Kiste gewesen. Und da liegt ja. ihr im Dreck. Ah. Da ist gerade jemand neben mir im Bett erschienen. Wie kann das sein? So, flupp. Hi, na? Denk nicht weiter drüber nach. Nimm es einfach an. Du willst es auch. Ich wollte schon seit so vielen Folgen, wollte ich einstellen. Man kann ja in den Optionen einstellen, dass man am Tagesende, dass man sieht, in welchem Screen die anderen noch hängen. Wo ist denn das hier? Spielerstatusliste bei Nacht anzeigen. Ja, das wollen wir. So, Königin der Soßenwiederholung. Tortillas. Du weißt bereits, wie man Tortilla macht. Ja. Tortillas. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, ansonsten, nächstes Thema, Leute. Okay. Wir sind mal wieder bei... Ich hab noch einen knappen Helm. Einen knappen Helm? Den hast du aber nur ein bisschen bedeckt, wa? Ach so, den kriegt man durch die Abenteurergilde, durch irgendwelche Monster töten und so. Mein Helm ist so knapp. Guck dir meinen Helm an, Alter. Du siehst aus... Ich bin ein fucking Ritter. Weißt du, gerade, wenn du dich hier auf diesem Boden bewegst, ne? Da ist mir gerade ein Gedanke in den Kopf gekommen. Kennst du dieses Schachspiel, das es damals auf Computern gab? Oh ja. Wo die Ritter gegeneinander gekämpft haben und der Turm so ein Monster war? Wie hieß denn das nochmal? Oh, ja. Das Battle ist einfach nur Chess. Oder? Battle Chess? Ah, ja. Okay. Das war sehr geil und das habe ich unglaublich viel und oft gespielt. Ja, ich auch. Ich habe mich immer gefreut, wenn da irgendwen auf besonders komische Art umbringt. Na, da gab's doch auch, das war ja das Geile, da gab's Anspielungen auf Monty Pythons Ritter der Kokosnuss. Weil der König hat zum Beispiel, wenn er dem Ritter gegenüberstand, hat er ihm die heilige Handgranate in die Hand geworfen, glaube ich. Und wenn, oh warte, jetzt muss ich überlegen, entweder als Ritter gegen Ritter gekämpft hat, hat der eine Ritter, also Pferd, Springer, nennt's wie ihr willst, der hat quasi dem einen Ritter immer die Gliedmaßen abgehackt. Mhm. Wie halt diesem Ritter, der die Brücke da bewacht den und so. Schwarzen Ritter, ja. Genau. Und das heißt, das ich ist mir immer erst, noch ey, das Bein. Ist mir so viele Jahre später erst aufgefallen. So geil. Da gab's was, ja auch was so. Für ein, ich, was für ein Impact dieser Film einfach so ja, ist auch hat. Einfach dolle gut. Naja, ich würde ihn jetzt nicht als dolle gut bezeichnen, aber. Doch. Sie haben, den cool. Angeln das Sachsen, nee, sie haben den Sachsen das Angeln beigebracht. Den Angelsachsen. Ja. Oder was? Ja, dann klar. Ja, na klar. So, ich gehe straight wieder in den Vulkan. Ne? Straight in den Vulkan. Richtig, richtig spannend für alle Zuschauis hier. Die ganze Zeit das Kaninchen ist das Monster. Du dummes Arschloch. Ah. Das Killerkaninchen, ey, ja. Ne? Das gibt's auch. Hatte ich das mal erzählt, dass es das in Minecraft auch gibt? Stimmt. Es gibt eine super duper geringe prozentige Chance, dass ein weißes Kaninchen zu einem Killerkaninchen wird und einen dann anspringt und sofort tötet. Nicht mega. Das heißt, du kannst ist mir auch noch nicht viel ist mir noch nie passiert. Tun. Ja, mir auch nicht. Nee. Also mir ist das noch nie passiert, aber ich dachte mir so, als ich das gelesen habe, so oh mein Gott, ich werde nie wieder an ein weißes Kaninchen in diesem Spiel rangehen können. Ich werde das Zeug jetzt hier nicht gießen, ne? Alter, ist ja viel zu viel. Ja, normalerweise, wir könnten eigentlich mal. Wir haben ja einigermaßen Trüffelöl und so, ne? Ja. Wir können auch damit Regentotems herstellen, wir Trottel. Ja. Dann könnten wir einfach so viele Regentotems herstellen. Dann können wir immer dahin gehen, wo es gerade regnet. Dass wir es einfach jeden Tag regnen lassen könnten und wir müssten nie gießen. Wir müssten halt nur immer dran denken, dass wir einen so ein Totem aktivieren. Klingt auf jeden Fall realistisch. So, gibt's hier irgendwelche Kisten? Oh, hier gibt's auf jeden Fall solche Behältnisse. Yes, my muscles. Oh, Tagebuchfetzen. Yay. So. Oh, warte. Nee, bevor ich hier irgendein Monster weiter malträtiere, muss ich erst drin lesen. Geh weg, du Flammending. Read it first. Ich hab einen Drachen. Aber ist okay. Jetzt auch Nummer 8, oder?
Hä, Nummer. Ah, nee, Moment, ich muss es erst lesen. Ne? So. Waffenverzauberung, ja. Ja. Seite 8. Ja. Okay, okay, okay. Cool. Okay, okay. Genau, nächstes Thema wollte ich eigentlich ansprechen, vorhin schon. Ja, alles geht los. Wir hatten ja schon mal so eine Folge, da haben wir so über so Arbeitsmoral und so, deutsche Arbeitsmoral, ostdeutsche Arbeitsmoral, westdeutsche Amerika. Oh, sehr gut, welchen Fetzen hast du? Let me see, let me guess, let me tell. Obwohl, ist bei dir Nummer 5? Tag 14. Ja, aber die Nummer. Ja, weiß ich nicht. Müsste eigentlich oben drüber stehen. Oder in der Sammlung ich selbst. Ich guck in die Sammlung. Aber erstmal muss ich. Geh weg von Mike. Ja, geh weg von Mike. Ich beschütze dich, Mike. Danke. Okay. Also, es ist. Stück 3. Ah, okay. Scheiße. Vorsicht, der explodiert. Ah. Ich bin eigentlich vor diesem Tropfen hier weg, von der Flamme bin ich weggelaufen. Alles in dieser scheiß Höhle will mich umbringen. Ja, das stimmt. Wie kann man ein gutes Verhältnis zu Sauna bekommen, wenn einen da alles umbringen will? Was? Eine Sauna. Ach so, ein gutes Verhältnis. Steine. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich, wie du meinst. Ist hier oben links noch in der Ecke was oder führt das einfach nirgendwo hin? Nee, möchte ich nicht, danke. Ich muss irgendwann lerne ich das auch mal, dass wenn ich das neben einem mache, dass ich ihm das gebe. Leute, Wein ist fertig. Oh, wir mögen Wein. Aber nicht so laut. Nicht der, der teure Wein? Der gereifte, ach so, sondern ach, der billige schade. Wein. Der gereifte! Der billige Wein! Billiger ach, hier oben scheint es aber nicht mehr weiterzugehen. Nee. Jetzt muss ich mal gucken, ob sich das jetzt... Obwohl, ich kann ja schon mal wenigstens rausnehmen. Ob wir jetzt den Screen hier gleich verlassen können? Oh, da ist noch ein Feuervieh. Ich habe mein Schwert. Und ich werde damit schwingen. Und kann ich denn da rüber? Ich kann nicht nach links rüber gießen. Ach so, ja. Ach so, ist das Ding tot? Ich glaub, da. Nee. Ah! Jetzt sollen wir nochmal hierher kommen und so eine Tagebuchseite hier droppen. Ja, genau. Ah, Schlackescherben. Auch gut. Gotze. Ah, ich habe keinen Ginger Ale getrunken. Mensch, bin ich vergessen. Ginger Ale. So, jetzt, wir hatten ja schon mal über Arbeitsmoral und so gesprochen, ne? Ja. Und da habe ich letztens einen Post auf, weiß gar nicht, Facebook, Instagram, irgendwas Social Media mäßiges gesehen. War halt so ein typischer, oder war halt so ein Spruch so nach dem Motto, also war auf Englisch, dass man ja keine Freunde auf der Arbeit suchen sollte, weil das sind ja nur Kollegen oder Kollegis, und das ist nicht der Ort, um Freunde zu um Freundschaften zu schaffen oder wie auch immer so. Ja, also, ich weiß, worauf die hinaus wollen und ich sage ja und nein. Ich muss zugeben, ich würde da ein absolutes Nein drunter packen. Ja. Ich hasse diese Mentalität. Also ich finde das ganz schrecklich, wenn die Leute sich auf der Arbeit wirklich nur so als ja, schon fast Konkurrenz dann irgendwo sehen. Also ich habe dann auch so Kommentare drunter gelesen und manche haben dann auch so gesagt so, ja, das stimmt, das sind alles Backstabber und ne und hier und alle wollen dir sowieso nur deinen Job streitig machen oder so oder die wollen alle besser sein als du, weil die wollen ja die Beförderung und bla bla bla. Und ja, ich dachte mir so, hängt, mein Gott, damit ey, zusammen, was ist denn, wo du arbeitest und was du arbeitest. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich dachte mir so, Alter, was ist denn das für ein Mindset, was ist denn das für eine Herangehensweise? Und, also, ist zwar immer ein blödes Argument, aber ich denke mir so, Alter, wenn alle so denken würden, dann gehen wir uns doch gegenseitig nur an die Gurgel auf der Arbeit oder ignorieren uns so völlig. Und ich denke mir so, nee. Also, ich muss jetzt nicht aller super beste Freunde mit allen sein, vor allem nicht mit irgendwelchen Chefs von mir oder so. Aber mit Leuten, die sozusagen in einer Hierarchie mit mir auf einer Ebene sind, Alter, natürlich will ich mich mit denen doch auch anfreunden. Weil, Alter, du verbringst mindestens, ja, oftmals 8 Stunden mit diesen Leuten. Ja. Und jeden fucking Tag, Alter. Das, ja, du siehst die so, man sieht die ja mehr als seine eigentlichen Freunde. Ja, und deswegen denke ich mir so, Alter, chillt das, mal alle. Das wäre ja, als würde man in der Schule sagen, nee, nicht mit den Leuten, nicht mit den anderen Kindern anfreunden. Ja, auf jeden Fall. Weil es ist ja so, Schule.
Genau, also und das finde ich richtig, richtig komisch. Also komisch, verwerflich, seltsam. Also ich kann damit auch gar nichts anfangen. Oh, also ich bin schon der Meinung, dass man auch irgendwann mal Feierabend haben muss, auch im Kopf. Und wenn man jetzt mit all seinen Arbeitskollegen WhatsApp-Gruppen hat und rund um die Uhr mit denen freundschaftlich kommuniziert, dann fällt es ja irgendwann schwer, Abstand zur Arbeit zu gewinnen. So. Aber findest du? Weil ich muss zugeben, dass mir es immer relativ leicht fiel. Ja, das ist vielleicht auch einfach unterschiedlich. Aber ja, unterschiedlich. Von Mensch zu Mensch. Also ich habe zum Beispiel, als ich auf dem Pferdehof gearbeitet habe, also das Team mochte ich so an sich, aber die mochten mich nicht alle und haben mich eher manipuliert als mir geholfen. Was ist da los? Und das war so ein Moment, da bin ich echt froh gewesen, wenn ich dann zu Hause war und über die nicht nachdenken musste, gerade weil wir da ja auch jeden Tag Doppelschichten hatten. Da bist du ja morgens um, keine Ahnung, wann ging's da los, um 6 Uhr und abends um 10 hast du abgeschlossen. Zwischendurch waren natürlich mal ein paar Stunden frei, so, und wenn ich jetzt mit denen dann rund um die Uhr noch kommuniziert hätte, so per WhatsApp oder so, ich meine, wir haben natürlich geschrieben, so, ja, kommst du morgen, hat schon wer abgeschlossen, irgendwie sowas. Ja. Aber normalerweise nicht, so, und ich habe diesen einen Freund zum Beispiel, der regt sich über seine Arbeit rund um die Uhr auf. Also der ist nur am Meckern darüber und über die Kollegen, und zudem sage ich immer, du musst Abstand gewinnen, du musst irgendwann auch mal gut sein lassen, sonst wirst du nicht alt. Und von dem Punkt her sage ich, das stimmt das mit den Freunden, aber du musst halt auch überlegen, wenn du einen Job lange machst und das, was ihr sagt, wenn du die Leute viel siehst, dann bringt es ja auch nichts, wenn die dich fragen, keine Ahnung, oh, morgen gehen wir alle grillen, kommst du mit? Nein, mit euch will ich meine Zeit nicht verbringen. Das ist ja komplett, geht ja komplett in die falsche Richtung. Dann wird's auch nicht besser. Ich denke, es ist vielleicht gut, da eine gute Mischung zu haben. Also auf der einen Seite sich natürlich mit den Leuten verstehen wollen und sich auch verstehen. Vielleicht auch mal bei einer Grillparty dabei zu sein. Weil sind wir mal ehrlich, sowas ist eigentlich immer geil. Aber man muss aber auch mal Abstand gewinnen können. Also deswegen sage ich ja und nein. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wo du arbeitest und wie die Stimmung an sich da ist. Das kommt ja auch dazu. Ich bin auch absolut ein Fan davon zu sagen, so, es ist ein Job, so in erster Linie. Und man hat eben auch noch ein Leben außerhalb der Berufsmauern. Ja. Und ich bin ein großer Freund davon, sich mit Kollegen zu verstehen, sehr sogar. Mit den wenigsten wird man ja wirklich jetzt so befreundet, dass man sagt, so, man ist jetzt wirklich befreundet. So, aber ein freundschaftliches Verhältnis sollte man, glaube ich, schon anstreben. Allein schon fürs Team, gerade auch, wenn du jetzt in einem fürs Beruf Klima. Arbeitest, wo du halt eben auch einfach aufeinander angewiesen bist. Ja. Damit der Job überhaupt gut wird. Oder damit dir nichts passiert. Ja, auch das natürlich. Du musst dich ja auf deine Kollegen verlassen können. Ja. So. Ja, deswegen, ich fand das irgendwie ein bisschen bestürzend, als ich das gelesen habe. Es gibt halt so Berufe, da geht es halt wirklich nur darum, wer die meiste Arbeit macht, kriegt halt auch irgendwie das meiste. Ja, und wenn du halt nicht mithalten kannst, dann wirst du irgendwie abgeschossen und so. Es hängt ja auch damit zusammen, wie gesagt, wieder, was ist das für ein Job und was sind das für Leute? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Banker bist, dann könnte eine Einladung zu einem privaten Event immer irgendwas sein, wo du irgendwas beweisen musst, wo du besonders teure Klamotten anziehen musst oder so, weil man sonst über dich lästert oder so. Und da stimmt das voll und ganz. Da sind das nicht deine Freunde. Aber wenn du, keine Ahnung, Schuhverkäufer bist und dich mit deinen Kollegen einigermaßen verstehst und, na gut, Verkäuferjob ist auch wieder blöd, weil da kommt es am Ende auch darauf an, wer hat eigentlich das meiste verkauft. Ja, da gibt es ja Sonne und solche Läden eben auch, ne? Oder eben auch Arbeitgebis. Aber eigentlich heißt es ja solche und solche. Dein Sohne bedeutet ja, ist ja für eine Person. So eine? Ja, so. Da gibt es ja Sonne und solche. Da gibt's so welche eine und so. Und dann gibt es die ganz anderen und die sind die schlimmsten. Genau. Also wie sagt mein Vater mal, es gibt dumme, saudumme und Radfahrer. Und zu den dummen und Radfahrern gehört der nicht. Ich habe
irgendwie 3 Drachenzähne gefunden im Vulkan. Die lagen da einfach. Nicht, warum die standen einfach hier rum. Also, ist total cool, bloß wir brauchen gerade gar keine Drachenzähne mehr. Tja. Also jedenfalls gerade irgendwie nicht, glaube ich. Oh, jetzt breche ich auch zusammen. Oh, aber halt keine goldene Walnuss, ne? Nee. Schade, schade. Die Folge ist ja auch dann gleich vorbei. Die Folge ist jetzt vorbei. Tschüss. Und ich habe Minenarbeit Stufe 7. Ich hab den Weihnachtsmann in meinem Screen. Haben wir vergessen? Hackeneffektivität. Ja, wir waren wieder nicht bei Krobus. Kommt morgen. Warte mal. Was? Nein, nee, Winterstern ist jetzt, ne? Winterstern ist jetzt. Ja, ja, ist jetzt am 25. Der Weihnachtsmann wieder. Ui! Genau. Und für mehr Wii guckt ihr einfach nächste Woche hier wieder rein. Oh, ja. Und für noch mehr Wii guckt ihr einfach bei der Mike-Entosh auf dem Kanal vorbei. Schön jeden Tag eine Folge Stardew Valley ballern. Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier, wenn es darum geht. Ich kann ja hier mal ein bisschen Ausblick geben. Krobus Sprinkler steht hier drauf. Ich bin und, gespannt. Oh, oh, ich habe noch was Schönes. Oh, oh. Was Schönes kognitiv. Ne, hier wieder so ein Kognitiv-Bias-Ding habe ich wieder mitgebracht. Was sagst du? Kog und Tief? Genau, Kog-Tief. Kog-Tief. Das sehen wir in der nächsten Folge hier bei Stardew Valley. Also lohnt sich ein Like, Abo, Glocke und so weiter. Gib dem Mike ein Like. Bis nächste Woche. Geil. Tschüss. Tschüss.